begrüße euch zu einem neuen kurzen Video. Zur Information, die letzte Tour Akku-Reichweitentest habe ich bis auf Weiteres verschoben, weil bei dem Wetter da draußen, bei dem Schnee und Sturm und heute noch Regen dazu, habe ich mir gesagt, das muss ich euch und mir nicht antun. Ich hoffe vielleicht mal, dass ich morgen fahren kann. Morgen soll es ein bisschen wärmer werden. Auf jeden Fall kommt das letzte, hoffentlich letzte Video im Akku-Reichweitentest Teil 4 dann auf jeden Fall diese Woche noch. Ja, kurz zur Verlosung unseres Gepäckträgers. Gewonnen hat Björn aus Dortmund. Herzlichen Glückwunsch, Björn. Sei so lieb und schick mir bitte nochmal deine Adresse, dass ich dir dann auch den Gepäckträger zeitnah zukommen lassen kann. Ich werde dich aber auch nochmal anschreiben. Ja, und danke an alle, die mitgemacht haben. Wir haben 20 Teilnehmer gehabt und das Los hat entschieden. Und wie gesagt, herzlichen Glückwunsch an Björn aus Dortmund. Ja, worum geht es heute? Ich möchte heute mal auf einige eventuelle Problemquellen hinweisen, falls euer S-Cute oder auch vielleicht ein allgemeines E-Bike nicht das tut, was es soll, nämlich euch mit dem Motor zu unterstützen. Da wollte ich heute kurz mal darauf eingehen, welche Fehlerquellen es meiner Meinung nach eigentlich nun geben kann, wenn der Motor nicht immer unterstützt und vielleicht mal teilweise ausfällt oder gar nicht mehr läuft. Meiner Meinung nach und das, was ich so bisher auch recherchieren konnte bei YouTube, es gibt da schon einige Videos darüber, meiner Meinung nach, wie gesagt, ist es eigentlich nie der Motor, der kaputt geht oder ganz, ganz selten. Ich sage mal, zu 95% ist es nicht der Motor, auch wenn er eben seinen Dienst nicht mehr tut. Die häufigste Fehlerquelle, die ich gefunden habe, dass die Leute bei Regen unterwegs waren und eventuell ein paar Kontakte nass geworden sind, beziehungsweise der Controller, der verbaut ist. Da gehe ich nachher auch noch kurz drauf ein. Beim S-Cute ist es so, das haben sie sehr schön gemacht, da sitzt der Controller, also das Herz des ganzen Systems, über dem Akku. Ich habe einige Videos gesehen, da sitzt der Controller unter dem Akku. So ist natürlich die Gefahr auch viel, viel größer, dass da vielleicht Nässe reinkommt oder Feuchtigkeit, was natürlich schon mal für so einen Aussetzer sorgen kann, sage ich mal. Also wie gesagt, für mich selten, dass der Motor kaputt ist, es sei denn, er stinkt oder er riecht verbrannt, wie ich es auch schon mal gesehen habe in einem YouTube-Video. Dann natürlich innerhalb der 2 Jahre Gewährleistung den S-Cute Support anschreiben, das Problem beschreiben und dann helfen die eigentlich auch ganz gut weiter. Das sind bisher so die Erfahrungen, die auch einige von euch beschrieben haben, wenn sie Kontakt mit dem Support aufnehmen mussten. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich die seltenste Fehlerquelle, dass direkt der Motor defekt ist. So, jetzt schauen wir uns mal kurz die möglichen Fehlerquellen an, wenn es um die Verkabelung und um die Kontakte geht. So, die einzige Steckverbindung, die ihr hier auch von außen überprüfen könnt, ist quasi diese hier an der rechten Seite des Hinterrads. Ja, das ist das Kabel, was direkt vom Motor kommt. Das geht dann quasi unter dem Akku in der Leiste hier im Rahmen weiter nach oben. Und hier oben, wie gesagt, sitzt der Controller. Das wäre also eine vermeintliche Fehlerquelle. Die zweite Fehlerquelle wäre quasi dann hier der Pedalsensor, der dann eventuell defekt ist. In dem Fall, wenn das auftreten sollte, da würde ich dann aber auch S-Cute erstmal kontaktieren, was die da für einen Pedalsensor verbauen. Obwohl hier eine Nummer drauf ist. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. C7JOK. Könnte man auch mal nachgoogeln. Aber wie gesagt, das sind alles nur Eventualitäten. Ja, da würde ich auf jeden Fall immer erstmal den Support anschreiben, egal welches E-Bike ihr nun fahrt, dass ihr da das richtige Teil dann vielleicht bekommt. Entweder vom Support direkt, wenn es noch Gewährleistung gibt, oder eben quasi eine Teilnummer oder Modellnummer oder Bezeichnung, wie auch immer. So, einige von euch hatten mich ja auch schon angeschrieben und in den Kommentaren das zu lesen. Manchmal zeigt das Display nur die Hälfte des Akkus an oder andersrum. Also grundsätzlich erstmal, wenn irgendwas nicht stimmt, eine Anzeige, auch immer mal den Akku für 5 bis 10 Minuten rausnehmen. Dann resettet sich quasi das gesamte System erstmal und den Akku danach wieder einsetzen und dann schauen, ob der Fehler behoben ist. Das wäre das Erste, was ich so machen würde, wenn irgendwas nicht stimmt mit der Anzeige. Das Zweite, wenn es ums Display geht oder Fehlerquellen oder Fehleranzeigen im Display, im schlimmsten Fall müsst ihr das System resetten. Das schreibe ich auch unter dem Video dann, wie ihr das macht. Ist auch ganz einfach. Da wird quasi alles auf Null zurückgesetzt in Werkseinstellungen, wie man das eben auch vom Handy kennt. Da vielleicht die eventuell selbst individuell eingestellten Motorstufen vielleicht nochmal abschreiben, notieren,
dass ihr die wichtigsten Einstellungen quasi auf dem Zettel habt, bevor ihr das System resettet, und dann schauen, ob eventuell ein Anzeigefehler oder was auch immer das Problem war, dadurch dann durch diesen Reset behoben werden konnte. Das sind jetzt so Tipps zum Zurücksetzen des gesamten Systems. Einmal Akku rausnehmen, 5 bis 10 Minuten, dann wieder einsetzen und eben das Display resetten. Grundsätzlich ist natürlich zu sagen, wenn ihr irgendeinen Defekt feststellt, der sich nicht mit dem Herausnehmen des Akkus beheben lässt oder mit dem Resetten des Displays, würde ich sowieso immer raten, erstmal den S-Cube Support zu kontaktieren. Am besten auf Deutsch und Englisch schreiben. Dann habt ihr eine große Chance auf jeden Fall, dass das Problem verstanden wird. Und in der Regel antworten die auch von 1 bis 2 Tagen. Das sind auch meine Erfahrungen und auch die Berichte von einigen von euch, die schon mal mit dem Support Kontakt aufgenommen haben. Und ja, hier tauscht man sich eben auch aus bei YouTube, ne? Wenn jemand mal einen Fehler hat, da kann man vielleicht auch den einen oder anderen Tipp finden oder eben auch selber geben. Also als Fehlerquelle, wenn wir jetzt den Motor mal mit einschließen, haben wir eigentlich Motor 1, Steckverbindung 2, Pedalsensor Nummer 3, defekter Akku Nummer 4, Wackelkontakt oder ein Defekt von dem Motorcontroller, oder wir haben Fehler in der Anzeige, im Display, was man wie gesagt versuchen kann durch einen Reset des gesamten Systems zu beheben. Ja, und das war es meiner Meinung nach auch schon. Ich freue mich natürlich, wenn ihr auch noch andere Ideen habt, was defekt sein könnte. Wenn man jetzt mal nicht vom Rahmenbruch oder so ausgeht, es geht jetzt hier wirklich nur um die Antriebsgeschichte bzw. um die Unterstützungsstufen, dass das Rad wirklich so reagiert, wie es reagieren soll. Und wenn das nicht der Fall ist, sind das meiner Meinung nach alle Fehlerquellen, die es geben kann. Aber ich freue mich natürlich wie immer über eure Kommentare. Und wenn ihr noch einen Tipp habt, was sonst noch kaputt oder defekt sein könnte, dann immer schön ordentlich in die Kommentare damit. So, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht konnte der ein oder andere von euch etwas mit dem einen oder anderen Tipp anfangen. Wenn ihr selber eure Erfahrungen gemacht habt, schon mit Problem und Lösungsansatz, bitte gerne in die Kommentare. Sollte ich hier irgendeinen Schwachsinn geredet haben, bitte auch in die Kommentare. Konstruktive Kritik wird immer gerne angenommen. Die Testfahrt, wie gesagt, kommt diese Woche noch. Ich hoffe, das ist dann die letzte Fahrt, dass wir endlich mal einen Endstand beim Akkureichweitentest erreichen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich wie immer über Likes, Abos und Kommentare. Bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Casey.